Das Einzige, was in Deutschland schlecht ist, sind die Medien, die Politiker und die Islamhasser. Ansonsten in Deutschland gibt es so viele nette Menschen. Man kann in den Supermarkt gehen, gesunde Ernährung, Verbraucherschutz etc. etc. Wir haben nichts gegen Deutschland. Nein, Ganz im überhaupt nicht. Gegenteil. Wir wären froh, wenn wir was Gutes für Deutschland beitragen können. Auf jeden Fall. Eine Frage an dich. Wann bist du nach Deutschland gekommen? In welchem Jahr genau? Ungefähr mit 8 Jahren, aber kann sein. Ich meine, in welchem Jahr war das gewesen? Also in den 80er Jahren. Sehr schlauer Wahnsinn. Sehr schlau, wenn ich dir das 80er Jahre, sage. das heißt, du hast auf jeden Fall in den 90ern deine Jugend erlebt, dann die 2000er, dann die 2010er, jetzt sind wir 2020er. Meine Frage an dich ist, was Jugendkriminalität angeht. Natürlich, du wohnst in Berlin, ich wohne hier in Köln, jeder hat seine andere, hat natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Wie würdest du sagen, hat sich das entwickelt, vom Anfang, wo du hier angekommen bist, bis jetzt? Wie würdest du die Entwicklung sehen, was Jugendkriminalität angeht? Ja, Jazakallah. Also ich kann dir sagen, ich bin ja irgendwann ich denke 15 Jahren bin ich nach Berlin erst gekommen. Wir haben erstmal in Westdeutschland gewohnt, in der Nähe von Braunschweig. Sagt dir was Okay. Braunschweig, ne? Aber haben Sie? Braunschweig Die besten Brüder. sagt. Ja, da habe ich gewohnt und dann sind wir irgendwann mit 15 nach Berlin gekommen, wegen meiner Mutter, weil ihre gesamten Verwandten waren hier und sie hat sich sehr, sehr alleine gefühlt in Braunschweig oder in der Nähe von Braunschweig. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Also ich war auf einer der schlimmsten Schulen. Ich war damals auf einer Hauptschule, die hieß Schlesien-Oberschule. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Da waren täglich Polizeiwachen, also vor der Schule. Und da gab es, das war die Zeit der Jugendgangs. Kannst du dich erinnern, Abu Hamza? So, wo die Leute so sich 65 genannt haben und 36 und ich weiß nicht was alles. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch einen coolen Direktor gehabt. Weißt du, die Leute haben da ihren Jugendbandennamen mit Spray, so mit Graffiti-Spray haben sie an die Wand gemacht. Und er hat das immer korrigiert, weil sie selbst das falsch geschrieben haben. Der war ziemlich cool gewesen. Und ja, aber ich muss dir sagen, die Qualität war eine andere. Natürlich gab es damals in dieser Zeit, das waren ja wirklich so die Anfänge der Jugendgangs, es gab viele schlimme Sachen, üble Sachen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich war hauptsächlich mit meinem Sport damals beschäftigt gewesen. Und dadurch habe ich nicht so viele Sachen mitbekommen, weil als ich nach Hause kam, wollte ich mich einfach nur noch ins Bett legen. Aber die Qualität hat sich geändert. Ja? Damals war es so, die Leute wussten, wann Schluss ist. Heutzutage sind sie sowas von benebelt und ich habe es nicht für möglich gehalten. Wusstest du, Abu Hamza, dass Leute sich Vorschlägereien, Tabletten reinwerfen, damit sie sich länger schlagen können, damit sie Schmerzen aushalten können? Glaubt man nicht, ja? Aber das passiert heutzutage, damit sie wirklich eine neue Qualität der Gewalt erreichen. Aber ich sage, damals war die Qualität nicht so. Und man konnte Probleme leichter bereinigen. Heute geht das schnell über auf viele, viele Stellen. Warum? Weil es gibt viel mehr Möglichkeiten der Medien und dadurch kannst du sofort aus einer kleinen Sache ein Lauffeuer machen. Und dann ist auch das Ergebnis entsprechend. Ja. Das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Also, es war nicht damals weniger Gewalt, aber es war eine andere Qualität der Gewalt. Also man kann sagen, du würdest sagen, die Hemmschwelle, Ist gesunken auf jeden Fall. dass die, zum Beispiel früher haben sie dich zusammengeschlagen, heute stechen sie dich ab, so nach. Genau. Damals war wirklich sehr viel mit Fäusten. Sehr, sehr viel. Also, ich bin ja in Berlin und ich freue mich immer, wenn ich rauskomme aus Berlin, dann genieße ich die Ruhe. Das ist für mich wirklich alles, weil ich wohne nicht weit von einer Polizeizentrale und Feuerwehrzentrale entfernt. Da kannst du dir vorstellen, was los ist, ne? Und die Sache ist so, bei uns im Weddinger Bezirk, also du liest fast täglich, dass eine Schusswaffe zum Einsatz gebracht wurde und dass die Leute getötet wurden, dass Leute schwer verletzt wurden und, und. Also, die fahren an einer Shisha-Bar vorbei, holen ihre, weiß ich nicht was, und ballern einfach mal durch. Das ist, manchmal sagt man, das ist doch ein Krimi. Nein, das ist kein Krimi. Das ist Berlin. Und das passiert nicht einmal oder zweimal. Das ist so extrem geworden in der letzten Zeit, dass wir uns sagen, Subhanallah, wo ist das Ende von dieser Gewalt? Also, ich sag dir mal bei mir ehrlich gesagt, weil ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil wenn man mich jetzt fragen würde, von meinem persönlichen Eindruck, was ich sehe, was ich spüre, ja?
was ich selber persönlich erlebe, ja, würde ich ehrlich gesagt sagen, und du sagst ja, früher gab es auch sehr viel bei euch auf der Schule, wo du warst und so weiter, würde ich eigentlich sagen, dass sich nicht großartig was geändert hat. Von meinem Persönlichen, was ich selber erlebe. Hier muss man allerdings auch zu sagen, weißt du, der Ibrahim Thomas, der mit mir auch früher immer die Dawa gemacht hat, der war ja bei den Bandidos gewesen und der kennt mich ja ziemlich gut. Und einmal ist er mit mir und Marcel Krass, sind wir zusammen hier irgendwie durch die Gegend gefahren und ich habe denen mal erzählt, ja, hier ist eine Handgranate in die Bude reingeschmissen worden und da ist das passiert und da ist das passiert. Da meint der Ibrahim Thomas zu mir, sagt er, ey, sagt er, ich bin ja wirklich in einem asozialen Umfeld groß geworden. Aber bei dir, das ist ja Next Level, ist das. Ja? So, und ich habe echt bei Marcel Krass habe ich echt das Gefühl gehabt, dass er am liebsten flüchten wollte, habe ich das Gefühl gehabt. Ja? Er hat gesagt, boah, was ist das denn? Habe ich ja noch nie, das ist ja voll der Film hier und so. Ne? Und wie gesagt, ich habe nicht, dass ich jetzt unbedingt direkt immer mit involviert war, aber der Umkreis, den ich hatte, die mit solchen Sachen zu tun hatten, war schon extrem gewesen. Ich kenne zum Beispiel einen, der also ein Freund von mir gewesen ist, ja, ich habe jetzt schon lange keinen Kontakt mehr mit dem. Der hat zum Beispiel als Türsteher vor der Tür einen erschossen. Da kam einer, der wollte Geld abkassieren, Schutzgeld kassieren, und der hat schon eine abgesägte Schrotflinte mitgenommen, hat ihn dann abgeknallt, ist auch dafür ins Gefängnis reingegangen und so weiter und so fort. Das heißt, solche Sachen habe ich praktisch immer mitbekommen in dieser ganzen Zeit. Ne? Allerdings, wenn man mich fragt, was ich in den Medien höre und sehe, ja, muss ich sagen, dass ich auch der Meinung bin, weil dass die Hemmschwelle wesentlich geringer geworden ist. Ja? Hemmschwelle wesentlich geringer geworden ist. Und da frage ich mich natürlich, woran liegt das genau, dass die Hemmschwelle so niedrig geworden ist, dass ein Menschenleben so wenig wert geworden ist. Der AfD-Anhänger wird natürlich schnell sagen, ja, das liegt an den ganzen Asylanten, die hier reingekommen sind, wegen Islam und so weiter und so fort. Das würden die natürlich sagen. Aber ich stelle dir mal die Frage, weil wir sind uns ja einig, dass die Hemmschwelle geringer geworden ist. Was würdest du denken, woran das, und ihr sagt mal, denkt ihr auch, dass die Hemmschwelle geringer geworden ist hier in dem Chatraum? Und was würdest du sagen, woran das liegen könnte, dass die Hemmschwelle so gering geworden ist? Also eine sehr gute Frage. Das, denke ich, hat mehrere Ursachen. Und zwar eine falsch verstandene Männlichkeit. Ja? Diese Leute, sie wissen nicht, was Männlichkeit bedeutet. Und sie denken, Männlichkeit bedeutet, wenn ich der Stärkste auf der Straße bin, wenn ich mich beweisen kann, wenn ich cool dastehe vor meinen Freunden. All diese Sachen haben dazu geführt, letztendlich, dass sie auch so ein Verhalten, ja, jeden Tag präsentieren praktisch. Also du musst mal überlegen, es gibt Leute, Abu Hamza, weil er nichts zu tun hat, also es gibt ja hier zum Beispiel Lokale, bestimmte Lokale in Berlin, die warten nur darauf, also Leute, die da drin sind in diesen Lokalen, die warten nur auf einen Anruf, dass jemand sie anruft und sagt, hier gibt es eine Schlägerei. Die freuen sich so dermaßen, Abu Hamza, das glaubst du gar nicht, ja? Weil sie haben dieses Gefühl, diese Action erleben zu müssen. Warum? Weil sie nichts anderes kennen im Leben. Weil ihnen vorgegaukelt wird, dass dieses eine Sache der Männlichkeit ist. Dass dieses eine Sache des Coolseins ist. Du bekommst Ehre, Respekt und so weiter und so fort. Also ich kann dir eins sagen, wir haben ja mit allen Klassen und Schichten zu tun. Zu mir kommen Leute, die sind wirklich ganz, ganz, ganz üble Leute. Wenn sie mich sehen auf der Straße, du siehst, mit was für einem Respekt sie mit mir reden. Als ob sie diese Vergangenheit nicht hätten oder die Gegenwart sogar noch. Wir hatten damals Leute in der Nurmushing, die haben richtige Mafiosis, Abu Hamza. Die töten eine Person und gehen dann Döner essen. Das macht ihnen überhaupt nichts aus. Ja? Also richtige Mafiosis. Als Allah subhanahu wa ta'ala sie recht geleitet hat, dann haben sie zum Schluss gefragt, wenn sie 20 Cent auf der Straße gefunden haben, wo kann ich diese 20 Cent abgeben? Wie einer sagte, meine Eltern konnten mich nicht erziehen, meine Lehrer konnten mich nicht erziehen, meine Eltern konnten mich nicht erziehen, der Staat konnte mich nicht erziehen. Niemand hat mich erzogen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Abu Hamza, ich sage dir auch, wenn wir jetzt ein Experiment machen würden, okay, der Staat
hat zum Beispiel ein bestimmtes, weiß ich nicht, die machen ein bestimmtes Programm, um Jugendliche von der Jugendkriminalität wegzuholen. Und sie geben uns beiden genau dieselbe Möglichkeit, mit derselben Anzahl von Tagen, dass wir auch die Jugendlichen versuchen, von der Straße zu holen. Was denkst du, Abu Hamza, bi'idhnillah ta'ala, wer mehr Erfolg hätte? Bruder, ich bin mir 1000% sicher, diese ganzen Leute, die da am Labern sind, diese ganzen Social Worker, erstmal, die haben gar keinen Zugang zu den Leuten. Und sie haben, die kennen die Sprache nicht von den Leuten. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel gestern. Guck, vorgestern bin ich hier durch so ein Viertel gefahren, wo sehr viele Jugendliche leben und das gilt so als sozialer Brennpunkt. Dann habe ich nachher erfahren, vorher gar nicht, nachher erfahren, da waren gerade welche dabei, die wollten ihn suchen und zusammenschlagen. Da haben sie mich gesehen, haben sich zurückgezogen. Genau, zufälligerweise bin ich einfach da stehen geblieben, habe die gesehen und habe mich mit denen unterhalten, wie geht's euch und so weiter und so fort. Und die haben gedacht, dass der, den die zusammenschlagen wollten, mich geschickt hätte, aber da hat die gar nichts gesagt davon. So. Aber wir haben schon von vornherein ganz anderen Zugang und wir wissen, welche Hebel wir bewegen müssen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Kraft haben oder die Möglichkeit haben, jetzt jeden zu erreichen. Aber wir würden definitiv mehr Erfolg haben. Das ist normalerweise, wenn die schlau wären und leider ich sage ganz klar, Verfassungsschutz und Co. in meinen Augen sind nicht schlau, sondern die sind dumm. Punkt. Das hat mir übrigens auch ein Journalist gesagt. Ja, weil sie haben falsche Berater. Wir denken immer, die sind so schlau. Ja, wir haben Berater wie Claudia, wie heißt sie nochmal? Claudia Danschke, genau. Claudia Danschke. Oh ja, die sind die Einstiegsdroge zum Terrorismus und so weiter. Man sollte doch mal die Frage stellen, wie viele sind, die auf dem Terrortrip waren, dadurch vom Terrortrip weggekommen? Wo fangen wir an mit der Einstiegsdroge? Ist Fußballspiel die Einstiegsdroge zum Hooliganismus? Ja, so, und das ist das. Normalerweise müssten die uns Geld geben. Richtig, wir müssen uns fördern. Wenn wir, stell dir mal vor, wir hätten die Möglichkeit, jedes Wochenende oder jeden Tag in einen sozialen Brennpunkt zu gehen, um mit Jugendlichen zu reden. Weil was die brauchen, ist, und ich habe mich auch mit diesem Thema befasst, ich hatte nämlich vor Jahren mal ein Thema, wie bekämpft man die Jugendkriminalität? Und die Sache ist, ja, weil ich komme jetzt auch zu meiner Antwort, was die Hemmschwelle so herabgebracht hat. Ja, also, ich sage jetzt mal so, erstens, diese Rap-Musik, sehr, sehr stark. Ja, andauernd dieses ständige Singen von Gewalt. Auf einmal, das wird allgegenwärtig. Ja, wie dieses bescheuerte Lied, was es momentan da gibt, was man überall findet in TikTok. Talahot, ich habe gar nicht verstanden, was der singt. Ich wollte mir mal den Text angucken. Ich stepp dich ab und dies und das. Ich gebe dir einen Stich und bla bla bla. Die ganze Zeit. So, du hörst die ganze Zeit. Und ich habe mich darüber beschäftigt, es fängt schon im Grundschulalter an. Gangster kommen an, haben ein dickes Auto, haben Geld, haben Ansehen, sind gefürchtet. Und dadurch... Oh, nehmen sich die Jugendlichen diese Leute als Vorbild. Rap-Musik, falsche Vorbilder auf der Straße und dann auch Filme, ja, wo Gangs in der Gang sein, kriminell sein, verherrlicht wird. Und die Leute schauen so viel Fernsehen, die Eltern haben keine Zeit für die Erziehung, lassen die Filme gucken und auf einmal wollen die sich gegenseitig übertreffen. Auf einmal ist das Vorbild das Kartell in Südamerika, wo die Leute richtig arm sind. Ich sehe es nicht als Ausrede zu sagen, oh, wir sind arm. In Deutschland kann jeder überleben, wenn er sich Mühe gibt. In meinen Augen. Und das ist etwas Positives an Deutschland. Das ist etwas Positives. Weil wir sind keine Leute, die einfach nur sagen, oh, Deutschland, alles ist schlecht. Nein, in Deutschland gibt es viele Sachen, die schlecht sind. Gut sind. Das Einzige, was in Deutschland schlecht ist, sind die Medien, die Politiker. Und die Islamhasser. Ansonsten in Deutschland gibt es so viele nette Menschen. Man kann in den Supermarkt gehen, gesunde Ernährung, Verbraucherschutz etc. etc. Wir haben nichts gegen Deutschland. Nein. Also im Gegenteil, wir wären froh, wenn wir was Gutes für Deutschland beitragen können. Auf jeden Fall, man nimmt sich diese Rapper, diese Gangster zum Vorbild und dann noch Videospiele. Guck mal,
Du bist andauernd irgendwelche Leute am Abknallen, das Blut spritzt, die sind immer reeller geworden. Und plötzlich, weil du hast ja gesagt, Gewalt gab es schon immer, aber diese Hemmschwelle, der ist 1000 Leute am Tag im Videospiel am Abknallen, auf einmal ist das für den so wie Realität. Seine Wut, und er hat nichts anderes zu tun, er ist dann noch cool, er ist der Gangster, er hat nichts zu verlieren, er spürt zu Hause keine, nicht diese Liebe und Beachtung, er findet nicht keinen anderen Sinn im Leben, und auf einmal, ja, ist ja cool, wenn er einen abgeknallt hat. Damit hat er ja, ich habe einen abgestochen, ich bin im Knast. Da sagt ja keiner, boah, du bist aber ein Schlechter. So, und wie gesagt, das sind in meinen Augen Punkte, die ganz gewaltig dazu geführt haben, dass diese Hemmschwelle heruntergegangen ist. Flüchtlinge. Weil es wird gesagt, die Flüchtlinge haben keine, die haben ja dieses gemacht und jenes gemacht. Erstmal, ich gebe ein anderes Beispiel. Die Mokromafia, das ist momentan ja so in den Medien, das sind keine Flüchtlinge. Und die sind nach deutschen Medien die skrupellosesten überhaupt. Nur mal so nebenbei. Was man aber verstehen muss, ist, jemand, der aus einem Kriegsgebiet kommt, ist jemand, der in ständiger Angst gelebt hat. Angst führt schnell zu Aggression. Du musst dir, und ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister und auch Nicht-Muslime, die hier sind, stell dir vor, du lebst in einer Welt, in einer ständigen Angst, wo du Angst haben musst, jemand kommt zu dir nach Hause, sondern die Polizei sind diejenigen, die zu dir nach Hause kommen, Gewalt gegen dich anwenden oder die Armee. Diese Leute haben gelernt, ihre Probleme selber zu klären mit massiver Gewalt. Das heißt, er war in einem Kriegsgebiet und er musste immer bereit sein, in jedem Moment zurückzuschießen oder zurückzustechen, um mit massiver Gewalt sein Leben zu verteidigen. Er kommt hierhin und er kann, ich will das nicht von allen reden, oft das nicht einordnen. Zum Beispiel Situationen der Aggression, Wutsituationen im normalen Straßenverkehr, anstatt sie einzuordnen, okay, das ist jetzt keine Situation, wo ich in der Verhältnismäßigkeit mit massiver Gewalt antworten muss, antwortet er mit übertriebener Gewalt. Das kann durchaus sein. Und jetzt könnte natürlich der Deutsche hier sagen, ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Oh, ich muss ja was verifizieren. Das ist ja nicht unser Problem. Ja, wir haben das aber. Aber ich sage euch eins, auch diese Leute, wir wären gerne Menschen, ich und Abul Bara oder auch andere Prediger, die einen Zugang zu diesen Leuten haben. Aber was hat man von der ersten Sekunde versucht? Uns von den Flüchtlingen fernzuhalten, dass wir gar keinen Zugang haben. Stellt euch mal vor, Leute wie wir, die religiös sind, reden mit denen, schau mal hier und da, es gibt diese und jene Regel, denke daran, wenn du auch eine, es gibt ja auch andere, zum Beispiel Frauen, es kommen Leute aus islamischen Ländern hier hin, und denen haben sie vorher erzählt, in Deutschland, alle Frauen, die kannst du direkt mitnehmen und da kannst du mitmachen, was du willst, die sind bereit für alles. Ja? So, wenn man denen klar macht, dass das nicht so ist und dass das im Islam haram ist, würde es doch klar sein, dass es runtergeht. Ja? Wenn man Angst hat, warum legt man mit Pyros dann halb Silvester in Chaos? Ja, wie gesagt, Patty, da gehe ich vielleicht nachher drauf ein, wir wollten eigentlich nicht aus dem Publikum hier antworten. Also wie gesagt, das ist für mich einer der Gründe, warum diese Hemmschwelle so herabgegangen ist. Ja? Dass heute für ein Appel und ein Ei jemand zu Tode getreten wird. Die Leute müssen aufgeklärt werden. Ja? Die Leute also müssen diese ganzen Gründe, Baraklofik, diese ganzen Gründe, die du genannt hast, Abu Hamza, hat auch ein Forscher genannt, der so nach den Kriminalitätsursachen geforscht hat. Und er hat genau diese Punkte genannt, ja, bezüglich der Musik, bezüglich... Und guck mal, subhanallah, Rapper werden nicht so bekämpft wie wir, wie beide, Abu Hamza. Weil alle Leute, die unsere Shabab, unsere Jugendlichen in die Irre führen, du siehst nicht, dass die Probleme haben, die wir haben. Warum? Wir sind an einer Sache interessiert, dass die Leute vernünftig werden und dass die Leute auch hier einen Nutzen der Gesellschaft für die Gesellschaft beitragen. Das heißt, das wollen sie gar nicht. Die wollen praktisch kriminelle Ausländer, eine Gruppe von Leuten, mit denen sie immer mit dem Finger auf sie zeigen können.
Das sind unsere bösen, bösen Ausländer. Aber wir rufen die Shabab zu was auf? Wir rufen sie auf, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten, dass sie dem Gesandten, dem Besten aller Menschen, sallallahu alaihi wasallam, folgen. Wir rufen sie dazu auf, dass sie nützliche Mitglieder der Gesellschaft sind, dass sie barmherzig sind. Dieses wollen sie nicht. Das ist der Grund, warum sie uns bekämpfen. Weil, wenn die Jugendlichen diesen Weg beschreiten, dann gibt es nicht mehr diese üble Gruppe von Leuten, mit denen sie immer mit dem Finger auf sie zeigen können. Diese Leute brauchen sie hier, damit sie auch entsprechende Agenda und so weiter und so fort machen können. Aber subhanallah, wie du gesagt hast, wenn sie uns den Zugang geben würden zu den Jugendlichen, ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte von einem unserer Schuyuch in Ägypten. Subhanallah, da gibt es auch Diskotheken und so weiter und so fort. Und der Scheich, er hat Allahumma barik, sein Bart ist bis zum Brustbereich, und er hatte eine Jalabiya an. Und dann hat er die Leute gefragt, was macht die ganze Schlange hier? Da stand eine Schlange so weit wie Allahu Alam. Und dann hat er sich reingestellt in die Schlange. Die Leute wollten oder haben darauf gewartet, in die Diskothek reinzukommen. Dann stand er in der Schlange mit so einem Bart und mit der Jalabiya und hat sie gefragt, welcher DJ spielt heute? Und die gucken ihn alle an, waren verwundert, was macht er jetzt hier? Und subhanallah, guck mal, Abu Hamza, weil er auch so eine liebe Art, eine schöne Art hat, obwohl er geradeaus ist in der Religion ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Taufik geschrieben, so viele Leute lieben ihn. Er hat von der ganzen Schlange, die anstand, um in die Disco reinzukommen, er hat fast alle mitgenommen und die sind bis heute noch seine Schüler in den Unterrichten. Allahu Akbar. Wie schafft man das? Die Frage ist, wie schafft man das? Die Politik, natürlich versuchen sie hier und dort etwas zu machen. Aber jetzt ganz im Ernst, Abu Hamza, wie du gerade gesagt hast, ist es wirklich nur so, dass wenn jemand einen Job hat, dass er dann nicht mehr kriminell ist? Nein. Ist es so, dass wenn jemand eine Aufgabe in der Gesellschaft hat, dass er nicht mehr kriminell ist? Nein. Zu diesen ganzen Punkten, Faktoren gehört auch ein Iman, ein Glaube. Wenn dieser nicht da ist, ja, nee, ich kenne Leute, die haben Leute abgeknallt, die einen Job hatten und einen gefestigten Job. Das heißt nicht, dass weil man einen Job hat oder weil man eine Tätigkeit hat oder bestimmte Aufgaben hat, dass man deswegen keine Leute umbringt. Und das ist nicht der Punkt, dass es auch so geht. Natürlich, wir sagen, die Leute brauchen eine Anleitung im Leben. Und die haben sie nicht. Durch diese gesamte Freizeit bekommen sie Waswasa, Einflüsterung, und dann ziehen sie einfach mit Abu Hamza, gar nicht mal, weil er kriminell ist, weil er das will, sondern weil er nichts Besseres mit seiner Zeit anzufangen weiß. Deswegen, wir hatten damals einen Scheich hier gehabt, der ist mittlerweile gestorben, Rahmatullah alayh. Er sagte, in Ar-Nur-Moschee hat er einmal eine Khutbah gemacht, er sagte zu den Eltern, die da waren, in der Nur-Moschee, da waren immer über 1000 Leute, er sagte, wir werden eure Kinder und euch erziehen. Natürlich, wenn du zu einem Araber sagst, ana barabbik, der Tag ist mit einer Janaza beendet, 100%. Aber subhanallah, was meinte er, Abu Hamza? Er meinte, es reicht nicht nur, die Kinder zu erziehen. Ihr müsst erstmal erzogen werden. Denn nur der, der erzogen ist, kann auch erziehen. Und wie du vorhin gesagt hast, die Eltern vernachlässigen diese Aufgabe. Schau mal, die kümmern sich um das Brot, um so weiter. Aber wo kümmern sie sich um die Seele von diesen Kindern? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn damals jemand den Islam angenommen hat, was hat er gemacht? Er hat sofort zu den Leuten gesagt, nimmt ihn an die Hand und bringt ihm das Wissen bei. Denn das rettet ihn. Das wird ihn unterscheiden von einer Kreatur, sage ich mal, die nicht in der Lage ist, sein Leben zu beschreiten. Und schau dir doch mal die Leute an, subhanallah. Du kannst ja mit den Leuten fast gar nicht mehr normal reden. Abu Hamza, da gibt es Leute, subhanallah, die gehen zu ihrer Mutter. Und unsere Mutter ist, ja, alhamdulillah, gehört zu denen, die wir am meisten lieben in dieser Dunya. Was macht er die ganze Zeit? Er ist nur mit dem Handy beschäftigt. Ja, subhanallah, du bist gerade bei deiner Mutter. Wo ist dein Respekt gegenüber deiner Mutter? Ganze Zeit Handys, ganze Zeit abgelenkt, ganze Zeit irgendwelche Flausen in den Köpfen, und dann zum Schluss ziehen sie los mit diesem Druck, den sie von den gesamten Medien erfahren haben, und dann siehst du das eine oder andere Schlechte, was er macht. Auf jeden Fall, ich wollte dir nur sagen, Abu Hamza, wallahi, sie wären schlau. Ich sag mal wirklich, die Regierung wäre schlau, wenn sie uns die Möglichkeit geben würden, dazu etwas beizutragen, diese Jugendkriminalität herunterzubringen. Und alhamdulillah, schau mal, wie viele Leute jedes Mal uns danken und sagen, durch euch bin ich auf dem richtigen Weg gekommen. Ich bin weggekommen von nicht nur Drogen, Abu Hamza. Die haben Leute getötet, manche. Manche haben regelmäßig Schlägereien und anderes gehabt. Sie waren dort und dort bei Gangs und so weiter und so fort.
Die haben das alles verlassen. Wie kann man so einen Weg verlassen? Es ist nur Allah subhanahu wa ta'ala, der einen dazu rechtleitet, dass man so einen Weg verlässt. Du kennst die Geschichte von dem Mann, der 100 Menschen getötet hat, aus dem Volk von Bani Israel. Ja, 100 Menschen. Wo hast du so etwas, dass jemand 100 Menschen tötet? Was hat ihn dazu abgebracht? Was hat ihn davon weggebracht? Diese Kriminelle. Ich meine, wenn jemand 100 Menschen tötet, glaubst du, der hat vor irgendetwas Respekt, Abu Hamza? Am wenigsten vor Menschenleben. Und er hat sie getötet. Und er hat weitergemacht. Und schau mal, als er 99 Menschen, du sagst nachher dann, als er 99 Menschen getötet hat, war er auf dem Weg zur Reue. Aber als einer ihm gesagt hat, es gibt keinen Weg für dich zur Reue, weil du schon so viele getötet hast, auf dem Weg zur Reue tötet er noch einen Menschen. Ja. Und er war auf dem Weg zur Reue. Das heißt, aber zum Schluss, walhamdulillah rabbil alamin, durch diese Rechtleitung hat er einen anderen Ausgangsort bekommen. Deswegen, yani, wir schaffen es, walhamdulillah, vor allen Dingen nicht, vor allen Dingen mit der Religion an die Menschen heranzutreten, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Sie sehen, wir kommen nicht zu ihnen und wollen ihr Geld oder sonstiges. Sie wissen, diese Arbeit ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch, und die Menschen sind nicht dumm, Abu Hamza, die wissen ganz genau, was du von ihnen willst. Die merken das. Will er für mich das Paradies oder will er mich nur ausnutzen oder mich auf irgendeine Art und Weise irgendwo eintreiben, wo ich nicht bin? Bei unseren Vorträgen gibt es ja keine VIP-Plätze für 400 Euro oder sowas, ne? Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir beide arm. Hier möchte ich euch eine Sache sagen, liebe Geschwister. Zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Erziehung der Kinder. Weil wir haben gesagt, viele dieser Kinder, die kriminell werden, das sind erstmal Perioden. Das Problem ist, die Eltern unterschätzen das. Es fängt schon im Grundschulalter an mit den falschen Vorbildern. Es kommt jemand und diese Kriminalität, liked den Beitrag, teilt den Beitrag, abonniert die Kanäle. Guck mal. Es kommt irgendein Drogendealer, ein Mafia-Boss oder was auch immer, kommt bei euch ins Viertel reingefahren. Alle haben Respekt vor dem. Und das Kind sieht das. Man muss ihm klar machen, man muss ihm andere Vorbilder geben. Zeige, wer die wahren Vorbilder sind. Leute, die für die Religion sind. Dass das nicht etwas Gutes ist. Dass das nicht etwas zu Tolerierendes ist. Dass das etwas Schlechtes ist. Das heißt, es fängt bei euch als Eltern an, liebe Geschwister. Schon, und da gibt es Studien darüber, dass das schon mit 7, 8 Jahren anfängt. Kinder nehmen so etwas wahr. Dann sehen sie viel zu früh Gewaltfilme, Gangfilme, Serien, die das mit das Gefährlichste überhaupt. Ich weiß es noch aus den 90er Jahren. Ja. Leute in meinem Umfeld, die kriminell waren, was waren sie die ganze Zeit am Labern? Bocos Locos Forever, Blood in, Blood out. Das sind die Filme, die sie gesehen haben. Oder ein anderer Freund von mir hat immer über Tony Montana geredet. Ja? Das heißt, dass man nicht solche Gangster cool macht durch Filme, die man schaut, mit den Kindern oder über die, oder die Kinder schauen lässt. Warte mal kurz, ausschalten. Und dass man auch ihnen sofort klar macht, das, was die machen, ist etwas Schändliches. Die tun Menschen weh. Allah liebt das nicht. Das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Und hier noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, die ich nicht vergessen möchte, liebe Geschwister. Der Prophet, weil ich habe schon gesagt, es gibt Studien, die sagen, es fängt schon mit 7, 8 Jahren an. Jetzt guck mal. Was hat der Prophet, alayhi salatu wassalam, gesagt, was man mit 7 Jahren anfangen soll, den Kindern beizubringen? Das Gebet. Damit, was sagt Allah über das Gebet in Surat al-Ankabut, die 29. Sure? Was sagt er? Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. So, das heißt aber nicht nur, dass man Bewegungen macht. Weil Bewegungen kannst du auch Aerobic machen. Das sind auch Bewegungen. Oder was weiß ich, was das heute ist für ein Tanz, ja? Sondern dass man ihr auch beibringt, was du genau dort machst und sagst und dass man versteht, was man dort tut. Zur Zeit der Sahaba gab es welche mit 6 Jahren schon am meisten vom Koran auswendig konnten, andere im Gebet geführt haben. Ja, ja. Das ist das, was man beibringen muss, dass man beibringt, dass man das Gebet beibringt. Dann ist es wichtig, dass wenn man sieht, das Kind kommt vom geraden Weg ab, das fängt meistens an in der Schule, dass man rebellisch wird. Die Lehrer beschweren sich, gewalttätig wird, ja, nimmt sich vielleicht falsche Vorbilder. Jetzt ist es ja sogar, also
Ich habe gestern mir, wie gesagt, diesen Text durchgelesen. Ich habe eingegeben, Tala Hoons, Music Text. Das Lied müsste verboten werden. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Lied überhaupt auf den Markt lässt. Das ist sowas von gewaltverherrlichend. Das ist unglaublich. Ja, dann, dass man, wenn es wirklich Probleme gibt, professionelle Hilfe holt. Dass man sich zusammensetzt. Und hier, Bruder, subhanallah, guck mal, ein Tipp an dich und an mich. Und an uns beide. Wir haben gerade darüber geredet, die deutsche Regierung müsste uns normalerweise Geld geben. Dass wir da reingehen. Werden die ja sowieso nicht machen. Oder glaubst du, sie werden das machen? Niemals. Weil die sind so dumm, sind die, dass die sogar das verbieten würden. Die würden das sogar als Gefahr sehen. So dämlich sind die, weil die irgendwelchen Beratern, und ich sage das ganz klar, wie Claudia Danschke und Co. oder Ahmed Mansur glauben, die ihre Agenda haben. Bruder, weißt du, was wir machen müssen? Guck mal, sie haben die Moschee in Braunschweig zugemacht, sie machen immer mehr, weil die Moschee in Braunschweig wurde ja nicht zugemacht, nur wegen der Moschee dort. Man wollte ja auch andere Moscheen einschüchtern, uns einzuladen. Genau so sieht's aus. Immer Das wenn ist eine der Tür Punkt. zugemacht wird, macht Allah eine andere Tür auf. Genau. Wir müssen auf die Straße gehen. Bruder, nimm dir zwei, drei Brüder in Berlin, nimm dir eine Kamera mit, Bruder, dann gehst du auf die Straße und redest mit den Jugendlichen. Inshallah. Und inshallah mache ich das hier und inshallah machen wir das mal zusammen und gehen wir gemeinsam durch Wedding. Was meinst du, wie cool das kommt? Ehrlich, lass uns zu den Leuten gehen. Ey, die haben uns die Moscheen zugemacht, ja, wir haben uns die Hallen mehr oder weniger zugemacht. Lass uns auf die Straße gehen. Gehen wir zu diesen Cafés, sprechen die an, wir nehmen das auf, laden das nachher noch in Social Media hoch. Was sagt ihr dazu, liebe Geschwister? Dann wird das, und glaub es mir, das wird so viel Einfluss haben, subhanallah. Ich glaube, das ist die Lösung. Like den Beitrag, teilt den Beitrag, abonniert den Kanal, inshallah.